sind heute bei der Familie Lurz und die haben nämlich seit neuestem einen neuen tierischen Mitbewohner. Das ist der Melvin. Frau Lurz, wie sind Sie denn zu Melvin gekommen? Eine Taxifahrerin hat einen Melvin am Straßenrand gefunden, ohne Mama. War er noch ganz klein, vielleicht 2 Wochen alt. Und die wusste, dass mein Mann Jäger ist. Ja, und hatten uns dann mitgebracht. Seitdem ist er bei uns. Ich weiß nicht, ob man es gerade auf der Kamera sieht, aber er will ganz unbedingt ganz viel Aufmerksamkeit. Also er wuselt hier rum und fühlt sich ganz offenbar nicht gut beachtet. Wie macht er sich denn hier so als neues Haustier? Was macht Melvin aus? Also ich denke, er fühlt sich sehr wohl. Er stellt alles an. Man kann definitiv sagen, er bringt sehr viel Freude ins Haus und doch sehr viel Gelächter, oder? Ja, ja. Was sind so die lustigsten Episoden, die Sie mit Melvin erlebt haben? Viele. Wie er badet, wie er sich irgendwas suhlt. Also meine Bekannte hatte einen Rock an, richtig bunter Rock. Und er hat den Rock gesehen und ist auf sie losgegangen, wollte mit ihr spielen. Und die hat so Angst gekriegt, dass sie auf den Stuhl gestiegen ist und ist mitsamt dem Stuhl in Melvins Planschbecken gefallen. Kommt die Freundin noch zu Besuch? Ja, aber es geht wieder und alles gut. Was macht Melvin den ganzen Tag? Spielen, schlafen, essen. Mit was spielt er am liebsten? Alles, was Krach macht und was rollt und Sauerei macht. Was passiert, seit Melvin hier im Haus ist? Wir müssen täglich unseren Hof kehren. Jetzt ist er noch echt super süß, aber er wird ja auch groß. Wie geht's denn mit Melvin weiter? Also wir behalten ihn so lange, wie wir ihn behalten können. Und dann suchen wir eventuell einen Tierpark oder ein Wildgehege, wo er dann bleiben kann. Und da hoffen wir, dass sich dann jemand meldet und wir können ihn dann oft besuchen. Das wäre mir sehr wichtig.